Hallo, ganz kurz vorneweg. Ich mache gleich die Lichter wieder aus, weil die Leute sonst beim Burger King, also beim Drive, immer etwas verwirrt sind, warum Lichter an sind. Also wenn am Anfang das Licht ein bisschen schlecht ist, dann tut es mir wirklich leid. Wird dann noch besser. Und ich habe noch was. Ich habe mein Mikrofon vergessen. Ja, also ich hoffe, dass der Ton nicht allzu schlecht ist und ich in der Post-Production ein bisschen was rausholen kann. Also wirklich sorry. Hallo, habt ihr den Rebel Whopper? Ja. Ja, dann hätte ich den gern einmal mit dreimal extra Patty, also 4 Patties insgesamt und Käse. Einzelmenü? Einzeln mit einer großen Cola Light. Auch Käse, ja? Ja. Sonst noch einen Wunsch? Das war's. Dann um 2 Plätze bitte vor, danke. Danke. Bitte. Ja. Extra diese Patty. Ja. Also dreimal extra, wenn das geht, ne? Ja. Cola Light. Cola Light. So. Ja. Da steht einmal extra T-Stück BH Patty. Das ist es. Nicht, dass ein Fleisch drauf ist. Hallo. Hi. Nein, das ist was anderes. Ja, das ist was anderes. Schau. Ja, ja. Normalerweise, wenn kommt was Neues rein, ja, dann die ganze stellt es um. Ja. Und da jetzt nicht, oder wie? Aber da ist jetzt nicht. Okay. Das ist alles nur beim Alten. Bei Sonderbestellung. Ja. Ja. Ohne Bier, das irgendwas. Okay. Also das dauert jetzt hier noch einen kleinen Moment. Wir sind gleich wieder da. Ja Leute, scheiße. Jetzt wollte ich ein Vierfach bestellen. Und jetzt gibt's denn nur eins. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht geht. Aber gern mal Burger King Mitarbeiter mal unten drunter posten, ob es wirklich nicht geht. Weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass es nicht geht, diesen mehrfach zu bestellen. Oh, jetzt ist es echt ganz schön dunkel hier drin, ne? Aber das kriegen wir alles hin, mein Gott. So ist es dann eben. Und dieses scheiß Mikrofon habe ich auch vergessen. Naja, ich mache die Lüftung mal etwas niedriger. Ah, das ist echt ärgerlich jetzt. Dankeschön. Bitte. Ciao. Kommt zurück zu einer neuen Ausgabe des Angry Fast Food Review. Wir haben unser Essen, jetzt suchen wir uns einen Parkplatz und dann schauen wir, was er kann. Ja, ist eigentlich ziemlich viel schief gegangen heute. Kein Mikro, es ist schon dunkel. Die Filiale hat es nicht auf die Reihe gekriegt, mir jetzt diesen Whopper mit mehr Patties zu belegen. Ja, keine Ahnung. Also das mit dem Dunkel wird jetzt öfter der Fall sein, weil ich arbeite halt einfach bis 16 Uhr und im Winter wird es ja früher dunkel. Deswegen müssen wir jetzt öfter mit Licht arbeiten. Schauen wir mal, ob mir das so passt in der Post-Production. Ob das von der Qualität her einigermaßen passt. Und ja, ihr könnt es ja mal unten drunter schreiben, ob ihr es jetzt schlimm findet, wenn es jetzt halt im Winter dann so ausschaut und nicht ausschaut wie im Sommer. Was ja beim Wetter eigentlich das Gleiche ist, aber egal. So, dann schauen wir mal, was der Burger macht. Hat sie mir die Ding mit rein? Nein, hat sie nicht. Also sie hat auch die Rechnung nicht mit reingelegt. Aber gut, dann machen wir uns jetzt mal nicht verrückt. Oh, Rebel Whopper with Cheese steht hier. Interessant. Und es geht. Also sie haben es sogar auf der Verpackung stehen, dass man mehrere Patties machen kann. Tablett! Der Rebel Whopper. Ich bin hier... Jetzt geht es schon wieder los mit... Boah, die haben wir... Okay, krass. Sie haben es komplett verkackt.
Also schlimmer kann die Review eigentlich nicht werden. Jetzt habe ich auch noch das falsche Bun. Ich habe jetzt das Bun bekommen von den neuen Trüffelburgern. Wir haben das Rebel Whopper Patty, was aus von einer Firma aus den Niederlanden stammt. Nicht das Impossible Whopper Fleisch ist oder Ersatzprodukt. Mayo, Ketchup, Zwiebeln, Tomaten, Salat und ich habe noch Gurken und Käse drauf. Machen wir gar nicht lang rum und probieren einfach mal das Fleisch, in Anführungszeichen, an sich. Ah ja, nochmal. Ist relativ, also, es ist nicht so geschmacksintensiv wie die anderen ganzen Patties, die es so auf dem Markt gibt. Vor allem wesentlich weniger geschmacksintensiv wie jetzt das Patty von McDonald's. Und wenn ich das so esse, finde ich das gar nicht schlecht. Ich probiere es jetzt mal mit dem Bun, auch wenn es das Falsche ist, aber mein Gott. Oh mein Gott! Bei mir sind Unmengen Ketchup und Mayo drauf. Ja. Wie finde ich denn jetzt, wenn ich jetzt so reingebissen habe? Ich kann es euch schlecht sagen, ich beiße einfach nochmal rein. Ich bin echt unentschlossen. Ich weiß es nicht. Und warum weiß ich es nicht? Weil man das Patty an sich nicht wirklich großartig rausschmeckt. Nicht so wie beim Fleischpatty, das man ja wirklich schmeckt. Ich beiß noch einmal rein und dann kommen wir zum Speed-Up, weil sonst ist er ja leer. Jetzt habe ich ihn geschmeckt. Jetzt habe ich weniger Ketchup und weniger... Oh, scheiße. Und weniger Mayo drauf gehabt. Und dann schmeckt man tatsächlich. Ich mach erstmal den ganzen Scheißdreck aus meinem Bart auf. Dann machen wir es wie immer. Ich esse das Teil auf und nach dem Speed-Up gibt's dann die Bewertung. Ja, du, ich tue mir wirklich extrem schwer. Weil was bewerte ich jetzt? Genau. Bewerte ich jetzt, schmeckt der wie der Whopper? Oder was? Ja. Oder bewerte ich jetzt, schmeckt er gut für einen veganen, vegetarischen Burger, der er ja eigentlich nicht ist? Ja, keine Ahnung. Was denkst denn du? Kommen wir zur Bewertung. Der Rebel Whopper von Burger King bekommt von mir mit meiner tollen Locke hier vorne 4 Bärte. Denkt euch, das springen heute einfach. Da drüben, es geht heute nicht. Nichtsdestotrotz bin ich umso überraschter über mein Fazit, weil ich habe mir das Ganze jetzt mal durch den Kopf gehen lassen. Logischerweise, deswegen mache ich ja das ganze Video jetzt, der Sinn der Sache eigentlich. Ich sehe ihn jetzt als Burger an sich. Und als Burger an sich finde ich ihn gut. Er schmeckt mir. Ich würde ihn mir auch wieder kaufen. Jetzt komplett Geld mal außen vor, weil ich es sowieso nicht weiß, was ich bezahlt habe. Ist es eine vegane Option? Nein. Ist es eine vegetarische Option? Nein. Warum ist es das nicht? Weil es im gleichen Grill gegrillt wird wie das Fleisch. Burger King sagt zwar, es wird gereinigt wohl, aber das... Dem Ganzen kann ich mir nicht so Glauben schenken. Wer auch nur mal sicher gehen möchte, sagt auf jeden Fall nein, das ist nicht vegan, auch nicht vegetarisch. Er ist nicht so übertrieben im Geschmack wie der jetzt von McDonald's oder wie der von Lidl oder Aldi oder Beyond Meat. Er ist und kommt ein bisschen dezenter rüber und das finde ich eigentlich ganz gut. Dennoch hat er einen gewissen Eigengeschmack, den ich mag, der dann aber auch wieder leicht an diese anderen Burger Patties erinnert. Ja, so ist es. Ich hätte trotzdem gern ein Quad Rebel Whopper gegessen. So, da das heute alles sowieso jetzt drunter und drüber ging und ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob ich alles erwähnt habe, was ich erwähnen wollte, beende ich diese Review jetzt hiermit. Ein bisschen enttäuscht, aber auch ein bisschen überrascht, dass er mir doch so gut geschmeckt hat und verabschiede mich. Das war's auch schon wieder von meiner Seite. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt. Dann mal bis dann mal. Stay hungry. Hallo, ich weiß nicht, ob jetzt überhaupt noch jemand zuschaut, weil das Outro ist ja jetzt praktisch
schon vorbei. Ich wollte noch was loswerden zum Rebel Whopper. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe nur geschaut, ob ich die Hand auf dem Mikro habe, welche Zielgruppe Burger King erreichen will, weil meiner Meinung nach ist die Werbung teilweise ein bisschen irreführend, weil man wirbt ja mit 0% Beef. Klar, wenn man es jetzt genau nimmt, wie wir Deutschen das ja gerne machen, könnte man sagen, ja, ist ja kein Beef drin. Ist ja nur Fleischsaft eventuell drin oder Fett. Aber egal, bei dieser Diskussion beiseite, ich bin mir trotzdem nicht sicher, an wen eben diese Aktion gerichtet ist. Jetzt habe ich mir so noch ein bisschen darüber Gedanken gemacht und bin eigentlich zu dem Entschluss gekommen, das sagt das Video eigentlich ganz gut aus, nämlich an Leute wie mich, die eine Alternative suchen, um ab und zu mal kein Fleisch essen zu müssen, aber trotzdem zu dem Fastfood-Laden gehen zu können, weil sie es eigentlich ab und zu mal ganz gerne essen. Und wenn das die Zielgruppe oder wenn das der Grund ist, warum das Burger King gemacht hat, dann ist es für mich in Ordnung. Alles andere lasse ich jetzt einfach mal so unkommentiert im Raum stehen. So, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Das ist mir nämlich vorhin beim Drehen nicht mehr eingefallen, weil da eh alles drunter und drüber ging. Aber gut, so ist es halt manchmal. So, und jetzt ist das Video aus. Also, abschalten.